Jo, ein fluchtiges Willkommen, meine lieben Freunde, mal wieder hier zurück zu Stardew Valley. Ja, heute ist Donnerstag, der 25. Das bedeutet eigentlich erster Weihnachtstag. In diesem Spiel ist es aber einfach nur, glaube ich, ein Winter-Event. Aber trotzdem richtig cool. Wir müssen ein Wichtelgeschenk verschenken. Ja, davon war ich jetzt nicht so der Fan, von Wichteln. Aber ich denke mal, in diesem Spiel ist das ganz cool. Wir bekommen ja auch irgendwas zurück. Vielleicht irgendwas, was wir gebrauchen können. Vielleicht auch irgendein Müll. Mal abwarten. Bin ich gespannt. Aber natürlich erstmal die tägliche Farmarbeit. Und ich habe mich jetzt allgemein mal so ein klein bisschen ins Thema Freundschaftssystem reingelesen. Denn, ja, ich finde das hier nach knapp einem Jahr echt ein bisschen armselig. Wir haben, ich glaube, 6 Leute mit einem Herz. Ne, 5 sogar nur. Und der ganze Rest mag uns überhaupt nicht. Und ja, wir haben uns da ja auch nie wirklich drum gekümmert. Das möchte ich jetzt aber in Zukunft wieder ein bisschen mehr machen. Aber erstmal hacken wir hier die Stellen auf. So. Ja, grundsätzlich ist es so, dass die täglich, wenn man nicht mit denen redet, ich glaube, 2 Punkte verlieren. Wenn man mit denen redet, bekommen sie aber 10 oder 20 Punkte dazu. Wenn man ihnen was schenkt, bekommen sie ein paar mehr Punkte dazu. Das können irgendwie, je nach Item, was sie mögen, oder nach der Seltenheit des Items sogar über 100 Punkte sein, was schon viel ist. Und an Weihnachten wird das, glaube ich, mal 5 genommen und am Geburtstag sogar mal 9, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Das ist halt echt heftig. Also wir müssen auf jeden Fall die Geburtstage uns anschauen. Und ja, ich glaube, pro Herz braucht man 250 Punkte. Das heißt, wenn man ein Item verschenkt, was über 100 Punkte bringt und das an meinem Geburtstag, dann kann man mal eben schon so 3 Herzen auf einmal machen oder so. Wenn nicht sogar noch mehr. Das ist schon echt heftig. Also ja, wir müssen definitiv alle Geburtstage mitnehmen. Habe ich alle? 3, 4 und eine Ziegenmilch. Ja, ich hab sie alle. So, dieser Baum muss hier auch mal unbedingt weg. Der steht so ein bisschen im Weg. So, ein klein bisschen gießen müssen wir leider. Und wir müssen unbedingt das mit dem Freundschaftslevel machen, weil es, glaube ich, auch noch Quests dadurch gibt, die wir noch gar nicht kennen. Es gibt natürlich so Herz-Events, wie es bei Harvest Moon auch der Fall ist, wenn man eine bestimmte Anzahl an Herzen hat. Hat man so kleine Dates oder so. Richtig cool. Und ja, im Endeffekt gibt es, glaube ich, auch noch... ja, man kann heiraten natürlich. Es gibt, glaube ich, auch Kinder, die man haben kann. Und ja, verschiedene andere Dinge. Und das möchte ich gerne irgendwann alles mal herausfinden. Und ja, deswegen sollten wir es auf jeden Fall mal ein bisschen machen. Ich habe mich jetzt wirklich dazu entschieden. Also ich möchte doch schon gerne noch ein bisschen weiterspielen, dieses Spiel. Es macht mir halt einfach verdammt viel Spaß aktuell. Das können wir verkaufen. Und ja, ich fände es irgendwie schade, wenn wir jetzt mittendrin aufhören würden. Auch wenn es teilweise immer das Gleiche ist. Teilweise. Ziemlich oft teilweise. Aber wir werden schon Sachen finden, die wir machen können. Und ich würde sagen, wir müssen das Bier mitnehmen natürlich. Das hier nehmen wir mal mit. Ich weiß gar nicht, können wir den Leuten beim Event was schenken? Ich würde nämlich gerne Mani noch was schenken. Und wenn wir ihr nämlich ein Sternchen-Ei schenken, dann müsste das eigentlich mehr zählen. Und ich wollte gerne, wir nehmen mal eine Kokosnuss mit. Und ansonsten, ich muss unbedingt mal nachgucken, was die Leute alles mögen. Ich hatte jetzt nur mal so bei 1, 2 Personen reingeschaut. Hatte mir das jetzt so ein bisschen gemerkt. Und mal gucken. Natürlich, ich kann ja gar nichts auswählen. Hahaha. Aber es sieht aber schön aus hier mit dem Weihnachtsbaum. Aber was ist das hier? Ach, das ist Mädchen. Ich dachte, dass da unten wäre so ein kleiner Hase oder so. Aber das ist im Endeffekt, ja, ihr Körper. Gut. Ja, sind wieder alle mit dabei. Sehr cool. Da ist Pam. Linus. Und alle sind dabei. Sind denn die neuen Charaktere auch mit dabei? Nee, ne? Die wir jetzt erst kennengelernt haben. Ich glaube nicht. Aber ich kann auch nicht in den Mülltonnen wühlen.
Ja, er steht wieder ganz alleine irgendwo. Ja, aber die aus der Wüste zum Beispiel sind nicht mit dabei. Auch der aus der Kanalisation ist nicht mit dabei. Also dieser Geistertyp. Und ich glaube, selbst der Magier ist diesmal gar nicht dabei. Nö. Zumindest sehe ich ihn nicht. So, mit wem muss ich jetzt eigentlich quatschen? Ah, ich muss ihr das Geschenk geben. Was für ein schöner Baum. Der hier sieht aus wie so ein Herz. Seid ihr ein Liebespärchen? Naja, wo die Liebe hinfällt. So. Heute zeigen wir uns dankbar für das Glück in diesem Jahr. Vergesst eure Sorgen für einen Tag und entspannt euch. Ja, ich glaube nicht, dass wir hier irgendwie groß was machen können. Es gibt keinen Shop. Es gibt eigentlich hier gar nichts. Sieht ganz nett aus, muss ich sagen. Aber bleibt nichts anderes übrig, als ihr Geschenk zu geben. Und zwar Bier. Oh, du bist es also. Oh, Bier, danke. Ja, cool. Jetzt können wir mal nachschauen. Ach. Ah, wir kriegen gar nicht von ihr ein Geschenk, sondern wir kriegen von wem anders ein Geschenk. Natürlich. Ja, jeder gibt irgendwem ein Geschenk. Hey, Hirohita-Bomb, ich bin dieses Jahr dein Wichtel. Ja, pack es aus. Mal gucken. Da bin ich jetzt gespannt. Ein Magnet. Naja. Cool. Es ist nichts Besonderes, aber ich hoffe, es gefällt dir. Jo, danke, Willi. Können wir bestimmt gebrauchen. Oh, dieser Smiley. Ja, cool. Oh. Ja. Oh, eine Kamera unter dem Seelenbaum. Was für ein Seelenbaum? Ein paar stylische Stiefel, ein Krug voll Würzen mit. Eine neue Gießkanne. Denkst du nur ans Arbeiten und nie ans Vergnügen? Klingt nicht besonders lustig. Ach cool, jetzt kann man mit den Leuten hier so ein bisschen quatschen. Ich quatsch die mal alle kurz an. Weil ich glaube, wir lesen uns das jetzt nicht alles durch, oder? Seufzt, all diese glücklichen Familien. Aber für mich ist es nun nur ein weiteres einsames Jahr. Oh. Ja, ich kenne ein paar Leute, die an Geister und Magie glauben. Aber ich habe noch nie etwas gesehen, was nicht durch Wissenschaft erklärt werden könnte. Ja, dann musstest du mal die Augen aufmachen. In diesem Dorf gibt es einiges, was nicht erklärbar ist. Der komische Zauberer. Dann die Wichtel, die im Gemeindezentrum wohnen. Die legendären Fische. Obwohl die noch normal sein könnten. Der Typ, der in der Kanalisation wohnt. Ja, es geht doch nichts über ein ordentliches, heißes Festmahl an einem kalten Wintertag, oder? Ja. Hallo. Howdy. Ja, du bist an unserem Familientisch willkommen, falls du Gesellschaft brauchst. Ihr habt einen ganzen Tisch für euch alleine. Ja. Ich quatsch mal kurz mit allen durch. Ich hoffe, dass das irgendwas bringt fürs Freundschaftslevel. Jetzt komme ich hier nicht durch. Das ist ja umständlich. Ja, und ich habe auf jeden Fall gelesen, wenn man erstmal Freundschaftslevel 10 erreicht, die Legende des Wintersterns, im Nachthimmel des Winters gibt es einen hellen Stern, der nur von diesem Tal aus sichtbar ist. Keiner weiß warum, aber in alten Zeiten kamen Menschen von nah und fern, um ihn zu sehen. Sie glaubten, dass jeder, der den Winterstern sieht, mit Glück gesegnet würde. Manche behaupten sogar, dass die mysteriöse Frucht, bekannt als Sternfallfrucht, irgendwo mit dem Winterstern in Zusammenhang steht. Okay. Können wir heute eine Frucht bekommen? Das würde mich jetzt mega ärgern, wenn ich die jetzt nicht bekommen würde, weil ich davon nichts weiß. Ich bin dankbar für meine Gitarre und mein Skateboard. Oh, und meine Familie oder so. Ja. Oh, die Jody. So, wir haben, glaube ich, gleich jeden durchgequatscht. Mit denen hatte ich schon gequatscht. Den auch schon. So, mit manchen kann ich noch mehrfach quatschen. Ich weiß nicht, ob die immer das Gleiche labern oder nicht. Oh, Feiertage sind gut fürs Geschäft. Ich frage mich, ob ich ein paar neue erfinden könnte. Ja, könntest du gerne mal machen. So ein Feiertag pro Woche wäre, glaube ich, nicht schlecht. So einmal frei pro Woche. Das wäre nice. Darum ist das so eine Sternenfallfrucht. Ja, jetzt habe ich leider keine Ahnung, was wir hier noch machen sollen. Ob wir einfach weggehen sollen. Und ob wir
irgendwo so eine Frucht bekommen können. Ich weiß es nicht. Wir sind verschwunden. So, ja, mit dem hier kann ich, glaube ich... Oh, willst du das Geheimnis hinter meinen Deluxe-Doppelstangen erfahren? Tropfen Vanille im weißen Teil, der den Kirschgeschmack ergänzt. Klar, Pfefferminz ist der Standard und davon mache ich auch eine Menge. Du siehst so aus, als würdest du fast einschlafen. Alles in Ordnung? Okay, er hat aufgehört zu labern. Gott. Ach, die haben wir noch gar nicht angequatscht hier, ne? Den Grummel, Georg und Granny. Wir haben Minus gerade. Dafür rennen die aber manche in T-Shirt, glaube ich, rum. Oh, hallo. So, ich glaube, wir haben mit jedem gequatscht. Das reicht jetzt langsam auch. Ich hoffe, das zählt überhaupt. Kann ich mal nachgucken. Ja, Pam hat jetzt 2 Herzen zum Beispiel. Und irgendwer mag uns noch ein bisschen. Ich glaube, Willi ist jetzt dazu gekommen. Aber der ganze Rest mag uns immer noch nicht. Alles nicht unsere Freunde. So. Was kann ich mit dem machen? Ach, das ist die Klinik. Ah. Ja, ich glaube, das war's sonst. Ich weiß nicht, kriegt man hier eine Sternenfallfrucht? Ich weiß gar nicht, wie viel es davon überhaupt gibt. Aber wir haben ja schon 3 oder 4 gefunden. So, ich glaube, wir haben alles. Deswegen geht's jetzt wieder raus hier. Und ja, jetzt ist es nämlich schon ganz, ganz spät. Und ich dachte mir, da die Folge wahrscheinlich sonst viel zu kurz wäre, habe ich jetzt einfach nochmal mit den ganzen Leuten gequatscht. Das war, glaube ich, nicht so schlecht. Und da ist mal wieder ein Diamant, den wir ernten können. Cool. Das ist so genial, das Teil. Ich hoffe, kann man das herstellen? Ich weiß gar nicht. Können wir das herstellen? Weil das wäre richtig nice. Wenn man davon so 5 Stück stehen hat oder so. Nee, leider nicht. Ich glaube, das bekommt man vielleicht auch nur einmal. Könnte ich mir zumindest vorstellen, weil das ist echt mega, mega stark, finde ich. Also mega, mega, mega gut. Und, ja, wir hauen jetzt mal keine Milch mehr rein. Wir haben nämlich kaum noch Milch. Ansonsten ist die Milch gleich komplett alle. Den Rest können wir mal verkaufen. Ja. Und, ich habe keine Ahnung, was wir sonst noch so machen sollten heute. Und ich glaube, die ganzen Leute sind jetzt mittlerweile auch schon halt alle zu Hause angekommen. Ist keiner mehr unterwegs. Glaube ich zumindest. Doch, Pam steht hier noch rum. Pam steht da noch rum. Ich will mich zwar nicht unbedingt mit Pam anfreunden, aber wir könnten ja trotzdem mal... ich möchte jetzt nicht unbedingt die ganzen Sachen immer verschenken, weil das ist halt echt extrem, ne? Wir müssten eigentlich mehr Sachen verschenken, als wir überhaupt Sachen haben. Und ich glaube, die Pam mag aber auch die Kaktusfrucht. Und das müsste ihr, glaube ich, ganz viele Punkte bringen. Hey, hey, also das ist mal wirklich was. 1000 Dank, Kindchen. Ja, sie liebt das. Und sie hat immer noch 2 Herzen. Na toll. Oh, sei froh. Was ist denn ein Oh, sei froh? Ist das mit O-Saft? Ich glaube. So, und so. Nochmal ein bisschen was einsammeln. Es ist schon ziemlich spät. Ich möchte aber nochmal im Steinbruch gucken. Hehehe, ich sehe gar nichts. Das ist Eisenerz auf jeden Fall. So, aber ansonsten ist es zu spät. Aber wir müssen echt mal ein bisschen Sachen verschenken. Vielleicht so nach und nach mit den Leuten. Und auf jeden Fall müssen wir morgen mal vorbeischauen und gucken, was denn so für Geburtstage in der nächsten Zeit so stattfinden. Dass wir auf jeden Fall die Geburtstage mitnehmen. Und auf jeden Fall mit jeder Person quatschen, die uns unterwegs so über den Weg läuft. Das ist, glaube ich, nicht das Schlechteste. Ist zwar ein bisschen nervig im Endeffekt, aber passt schon. So, den können wir noch verkaufen. Gibt uns noch ein klein bisschen Kohle. Weil so viel haben wir heute, glaube ich, gar nicht verdient. So, mit dir habe ich auch schon gequatscht. Ja, dann war es das an dieser Stelle schon wieder. Es ist nichts Spannendes passiert heute, außer dieses Festival. Naja, naja.
immerhin. Oh, 4.500 Gold. Das ist schon mal okay. Naja, immer das Übliche hier, ne? Gut, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann und immer schön fluchtig bleiben. Ciao.